So, hallo erstmal, sehr geehrter lieber Herr Trafny. Schön, dass wir uns ja, so zusammenkommen heute, am heutigen Nachmittag, zu einer Art philosophischen Gespräch, zur philosophischen Stunde. Hier, wie man im Hintergrund schon sieht, es geht um Hannah Arendt. Der Anlass des Gesprächs ist ja eigentlich mein aktuell erschienenes Buch. Herausgegeben vom Hannah-Arendt-Institut. Unser Gespräch wird auch auf dem Blog des Hannah-Arendt-Instituts veröffentlicht werden. Und die Damen und Herren dort waren so frei und haben mir es freigestellt, mit wem ich so ein philosophisches Gespräch führen möchte. Und da habe ich mir Sie ausgesucht und Sie haben freundlicherweise auch zugesagt. Nicht nur, weil Sie ein, ja, sehr berühmter, bekannter, öffentlicher Philosoph sind, sondern auch ein Arendt-Kenner, vor allem auch ein Heidegger-Kenner. Heidegger wird heute nicht das Thema sein, aber der spielt irgendwie, schwingt er immer mit rein, weil die Arendt hatte ja auch zu Heidegger eine bestimmte Verbindung. Sie sind Gründer und Leiter des Martin-Heidegger-Instituts und wahrscheinlich wurden sie vielen Leuten bekannt, auch durch die Herausgabe der sogenannten schwarzen Hefte, die noch nicht abgeschlossen ist, soweit ich das verstanden habe. Oder doch jetzt. Also es läuft schon eine Weile. Und genau, heute wird es um Hannah Arendt gehen, um die Wahrheit, die Urteilskraft. Ich halte jetzt mal unsere beiden aktuellen Bücher in die Kamera, mache eine kleine Büchershow. Also einmal hier Verlust politischer Urteilskraft, herausgegeben vom Hannah-Arendt-Institut. Und dann auch ihr aktuelles Werk Krise der Wahrheit, auf das wir im Laufe des Gesprächs auch noch eingehen werden. Und ich würde jetzt ganz gerne mal so beginnen, unsere Runde, unsere Stunde, indem ich die Frage stelle, die mich selbst umtreibt und persönlich, also aus meinen persönlichen Erfahrungen. Die Arendt ist ja aktuell ziemlich im Hype, kann man so sagen, wird nicht nur ja, im akademischen Milieu zitiert und erforscht, sondern auch natürlich im öffentlichen. Ja, also fast in jeder Talkshow fällt mal der Name Hannah Arendt, in welchem Zusammenhang auch immer. Und was mich daran teilweise natürlich erfreut, aber was mich auch etwas erstaunt, ist, dass die Arendt ja teilweise auch von Gruppen und Lagern vereinnahmt wird, kann man schon fast sagen, die eigentlich mit ihrem Denken nicht allzu viel zu tun haben. Also man denkt jetzt an die ganzen Verschwörungsgruppen, gerade in sozialen Netzwerken, Querdenker-Community, vor allem aber auch vielleicht libertäre Freiheitsapologetinnen. Das steht ja jetzt erstmal nicht unbedingt in Verbindung mit der Hannah Arendt, also zumindest nicht so, wie ich sie gelesen habe. Hätten Sie dafür eine Erklärung oder anders gefragt, wie ist denn die Arendt für Sie persönlich zu verorten, vielleicht auch philosophisch? Obwohl wir beide natürlich wissen, dass Arendt sich diesen Zuordnungen ja bewusst entzogen hat. Ja, das sind, also erstmal hallo, Ja. Frau Sauer. Es freut mich natürlich, dass wir über die Arendt, wie Sie sagen, so wie die Monroe, Ja. die Arendt sprechen können mal ein bisschen. Denn in der Tat ist Hannah Arendt ja und auch ganz zu Recht eine Philosophin, mit der man sich also doch immer wieder irgendwie beschäftigen kann, vor allen Dingen, wenn es um natürlich politische Philosophie geht. Ich würde sagen, das mit den Querdenkern oder also dass Hannah Arendt also auch in gleichsam anschlussfähig ist an Positionen, die sie selbst sicherlich eher vorsichtig betrachtet hätte. Das liegt jetzt in dieser wahrscheinlich doch vermutlich in dieser spezifischen Situation, sagen wir mal der Corona-Pandemie, daran, dass Hannah Arendt diese
deutliche Entgegensetzung von Wahrheitspolitik und Meinungspolitik so stark verfolgt und auch immer wieder in verschiedenen Texten halt betont hat. Und dass sie eben halt jede Form von Wahrheitspolitik problematisch findet und sie auch unter der Oberfläche sicherlich auch mit dem Totalitarismus in Verbindung bringt, nicht wahr? Also der, sagen wir mal, platonische Entwurf einer Wahrheitspolitik, das zieht sie natürlich an immer wieder, und selbstverständlich ist sie von Platon begeistert und überzeugt, und also wie für alle ist Platon auch für sie wahrscheinlich der größte Philosoph, der jemals gelebt hat, aber dennoch sieht sie da problematische Verbindungen, so wie andere, natürlich andere politische Philosophen des 20. Jahrhunderts auch. Und indem sie eben halt die Meinungspolitik so stark macht, nimmt sie doch eine Position ein, an der ein Meinender heute, also jemand, der wirklich eine Meinung ernst nehmen will und meint, diese Meinung würde nicht gehört werden, da kann sich tatsächlich jemand, ich will jetzt auch nicht unbedingt so streng sein, strukturell durchaus an Hannah Arendt anschließen. Denn ich glaube, dass wenn man die Querdenker von allen verschwörungstheoretischen Unsinn und so weiter befreit, dann sehe ich doch darin eine, also für die Demokratie jedenfalls, ein wichtiges Anliegen, nämlich irgendwie selbst auf verlorenen Posten sozusagen, wenn Sie so wollen, seine Meinung sagen zu wollen. Ja? Und dass das dann im Einzelnen so absurd wird, das ist zu bedauern, vor allen Dingen, weil es natürlich auch von, sagen wir mal, rechten und rechtsextremen Kräften unterwandert wird. Aber wenn wir das also nicht wenn wir nicht daran nicht denken, sehe ich durchaus einen positiven Impuls darin. Weswegen ich eben halt auch manchmal glaube, dass die Reaktion darauf etwas fahrlässig ist zu sein. Also natürlich, was da inhaltlich vorgetragen wird, ist indiskutabel. Aber natürlich müssen wir vielleicht tatsächlich eine gewisse Sensibilität entwickeln für eine Politik, die sich immer mehr verwissenschaftlicht und immer mehr als auch notwendigerweise es ist kein Ausnahmezustand, aber eben halt in dem Zustand der Pandemie, in dem eben Experten und Expertinnen immer wichtiger werden, da muss man schon ein gewisses Fingerspitzengefühl entwickeln und sehen, was da auf dem Spiel steht. Denn wenn ich jetzt noch was sagen darf dazu, als dystopischer Ausblick, nehmen wir mal an, der Klimawandel also sowas wie Wasserknappheit, was ja auch, da gibt es ja Statistiken drüber, das wird sich sicherlich noch weiter problematisieren in der Geschichte. All diese Dinge würden sich noch weiter dramatisch entwickeln, dann werden Meinungspolitiken, also à la Hannah Arendt, ja, sicherlich unter Druck geraten. Und dann werden wir vielleicht in der Tat immer näher an Wahrheitspolitiken geraten, also an Expertenpolitiken geraten, die Hannah Arendt sicherlich abgelehnt hätte. Und da scheint mir es interessant zu sehen, dass vielleicht, könnte man sagen, irgendwann mal in 50 Jahren wird man zurückblicken oder in 100 Jahren und sagen, ja, da gab es diese Idioten, die man Querdenker genannt hat, aber dann irgendwann mal sind das vielleicht dann keine Idioten mehr, sondern dann wird so eine Bewegung in einer Politik, die mehr und mehr unter Druck gerät, wegen naheliegenderweise aus politischen Gründen, sondern sagen wir mal aus ökologischen Gründen oder auch ökonomischen, dann ist das ganz interessant zu sehen, was da jetzt passiert. Und insofern eben halt ein Andocken an Hannah Arendt nicht ganz absurd. Nicht ganz abwegig, ja.
Ich finde es insofern immer schwierig, aber gut, das muss, dieses Risiko besteht immer, wenn man sich eben so einzelne Satzfetzen auf die Fahnen schreibt. Und das gilt ja nicht nur für Arendt, sondern da kann man ja jede beliebige Figur irgendwie nehmen, die dann vielleicht was Eingängiges formuliert hat. Und das lässt sich dann natürlich leicht missbrauchen, ohne dass man das gesamte Werk, oder missbrauchen ist jetzt auch vielleicht ein harter Begriff, aber aus dem Kontext ziehen, sagen wir es vielleicht mal so. Und ich denke da natürlich viel auch an dieses Denken ohne Geländer, dieses viel zitierte oder auch hier im Hintergrund das schöne Zitat: Kein Mensch hat das Recht zu gehorchen. Ist natürlich großartig, würde ich auch jedes Mal wieder aufs Neue unterschreiben. Aber naja, gut, man kann es natürlich auch irgendwie verwenden, um da halt seine eigene Agenda draus zu machen. Naja, also ich meine, das ist allerdings ein allgemeines Problem. Sehen Sie, dass die sogenannte Zitatkachel, das ist etwas, was das Philosophiemagazin und alle öffentlichen, wie soll man sagen, Vermarktungen von Philosophie auch benutzen. Und da ist es in der Tat so, dass seltsamerweise Hannah Arendt, das heißt seltsamerweise, das ist dann schon so, dass Hannah Arendt sich da anbietet, wahrscheinlich, weil sie selbst auch ja, durchaus in der Nähe auch des Journalismus gearbeitet hat, also dass sie eben halt auch Lust hatte an zugespitzte Pointen. Und die lassen sich eben halt zitatmäßig zu allem Möglichen verwenden, ja. Gehen wir vielleicht noch mal zum Anfang zurück, zum Anfang auch des Arendtschen Denkens. Also ich selbst wurde von ihrem Werk auch mit beeinflusst sozusagen, oder ich habe es ja als großen Gewinn für meine eigene Forschung gelesen. Der Titel ist Denkbarer Holocaust, die politische Ethik Hannah Arendts, das sie publiziert hatten 2005. Wäre meine Frage, also für mich persönlich ist die Arendt, und wahrscheinlich nicht nur für mich, sondern für viele andere auch, die Arendtsche Theorie oder das ganze Denken von ihr nicht wirklich verständlich, wenn man sich diesen historischen Hintergrund nicht auch immer vergegenwärtigt. Und das Großartige, das ich eben an ihrem Denken schon früh so empfunden habe oder erkannt habe, ist, dass sie eben nicht einem Pessimismus anheimfällt, angesichts dieses Schreckens, das ihr selbst widerfahren ist, angesichts der totalen Herrschaft, Totalitarismus, auch der Begriff, den hat sie weitestgehend mitgeprägt, sondern indem sie eben von einem Traditionsbruch spricht, philosophisch, moralisch, politisch, also ein Bruch, der sich nicht mehr in eine geschichtliche Kontinuität einfügen lässt, der sich nicht mehr moralisch mit herkömmlichen Kategorien erklären lässt. Und gleichzeitig geht sie von hier aus zu einem Denken des Neubeginns, könnte man fast sagen, über. Also diese Fähigkeit, immer wieder neu anzufangen, auch geistig im Übrigen dann mit diesem Denken ohne Geländer, erstmal versuchen, selbst über die Dinge nachzudenken, nicht nur abzudenken, hinterherzudenken. Das ist bei ihr irgendwie ganz zentral, und ich denke, das ist auch eine fast zeitlose ja, Fähigkeit, wenn man so möchte. Angesichts dessen, worin liegt für Sie denn ja, vielleicht das Besondere bei Hannah Arendt im Gegensatz zu Zeitgenossen von ihr, vielleicht im Gegensatz zur ja, kritischen Theorie à la Adorno oder anderen Denkern? Man kann ja eigentlich nur das männliche Pronomen nehmen. Interessant ist natürlich, es ist interessant, nicht wahr, dass sie Adorno so gehasst hatte. Das ist ja bekannt, dass sie also so gerade, also Frankfurt war für sie so eine Art Frankfurt war von, ein verhasster Ort. Zunächst einmal würde ich schon mal sa schon, doch sagen, sie teilt etwas, also auch mit Adorno und mit anderen Philosophen des 20. Jahrhunderts, was sie auch dann später gewissermaßen wohl auch ausgezeichnet hat, nämlich dass sie, oder was sie, was all diese Denker vielleicht ausgezeichnet hat, nämlich dass sie, ich denke schon grundsätzlich immer sagen würde, Philosophie beginnt in einer, sagen wir mal, authentischen historischen Erfahrung.
Und das ist für sie ganz klar. Sie sagt ja selbst, dass sie wahrscheinlich niemals sich mit den Dingen beschäftigt hätte, mit denen sie sich später beschäftigt hat, wenn sie nicht da, ich glaube, 33 eben halt tatsächlich auch ins Gefängnis, ein paar Tage im Gefängnis verbracht hätte oder wenn sie nicht dann tatsächlich nach Paris hätte emigrieren und letztlich in die USA emigrieren müssen. Das heißt also, diese Erfahrung der Verfolgung war für sie, das war für sie schon sowas wie das, der Anfang ihrer philosophischen Existenz. Und das wird man sicherlich ja natürlich für so jemanden wie Adorno und so weiter in gewisser Weise auch sagen können. Das wird man auch für so jemanden wie ihren Lehrer, einen ihrer Lehrer, nämlich Heidegger, sagen können, dass Philosophie grundsätzlich als Expression einer bestimmten Lebenserfahrung betrachtet wird. Und das wird eben halt da gewissermaßen radikalisiert in dem Sinne, dass Hannah Arendt oder all diese, auf die sie sich da bezieht, da auch, wie soll ich sagen, wenig kompromissbereit gewesen sind, sondern gesagt haben, Philosophie muss das sein, alles andere zählt gewissermaßen nicht. Also Hannah Arendt würde schon auch diese Radikalität, die sie eben halt von, zumindest sagen wir, von dem einen ihrer Lehrer Heidegger gelernt haben, auch für sich in Anspruch genommen haben. Also es gibt ja dieses Statement so, dass sie sagt, ja, Philosophie muss immer extrem sein. Also eine Philosophie, die gewissermaßen nicht extrem ist, das ist gar keine Philosophie. Und das kommt, denke ich, schon aus diesem, also weiß ich nicht, historisch-biografischen Hintergrund, ohne den man dann eben halt Hannah Arendt und aber auch eben halt wie die anderen die Philosophen, die ich gerade genannt habe, gewissermaßen nicht verstehen kann. Und das, also wenn ich das sagen darf, das hat mir eigentlich immer eingeleuchtet als, wie soll man sagen, philosophierender Mensch. Die Hannah Arendt hat wenig Interesse an akademischem Erfolg, ja. Hat wenig Interesse an einem großen Namen in irgendeiner Wissenschaft. Für sie war eben tatsächlich Philosophie so etwas, wie ich gerade gesagt habe, wie unmittelbar persönlicher Ausdruck. Und das ist wahrscheinlich, also wenn wir das jetzt mal so sagen, positiv, auch immer das gewesen, was viele Leute an ihr fasziniert haben, natürlich. Also auch heute noch, ja. Der wirklich entschiedene Nonkonformismus, der bei Hannah Arendt ja so weit geht, dass man sagen kann, ja, es gibt auch rassistische Stellen in ihrem Oeuvre. Also ja, das, was sie, wie sie mit den Schwarzen im Totalitarismusbuch umgeht, vor dem Hintergrund von Conrads Heart of Darkness, da gibt es durchaus, könnte man sogar sagen, Momente, die bei denen wir heute sogar schlucken würden, wenn wir das, ja, aber das gehört gewissermaßen zu ihr. Diese Härte würde sie auch verteidigen. Ich denke mal, da würde sie jetzt nicht sagen, ja, dann muss ich da irgendwie vielleicht mich konformieren oder sowas. Ja, da muss ich eben halt dann mich einem Diskurs irgendwie einfügen oder eben halt gewissermaßen meine Stacheligkeit, mein Igelwesen gewissermaßen etwas die Stacheln etwas einfahren. Das hätte sie nie gemacht. Und das ist grundsätzlich etwas, was ich auch bewundere. Also dieser Mut zum Nonkonformismus in jeder Hinsicht ist etwas, was ich für eine grundsätzlich philosophische Tugend halte. Ja. Nun ist es natürlich im engeren Sinne so, dass Hannah Arendt sich ja, also sagen wir mal, weitestgehend, also es gibt natürlich auch andere Texte, aber weitestgehend mit ihrer Wunde auseinandergesetzt hat, und das habe ich ja schon gesagt, also mit der Verfolgung, beziehungsweise mit der Vernichtung des Judentums in Europa. Und wenn man dann das Totalitarismusbuch nimmt als erstes großes Werk, also ja, mein Buch Werk genannt, das würde ich niemals tun, aber gut, als großes Werk dieses Totalitarismusbuch dann da rauskommt, Anfang der 50er Jahre, dann sieht man natürlich sofort, dass da jemand auch natürlich mit blitzender Intelligenz
diese Aufgabe annimmt, sich dieser Wunde, also dieser Traumatisierung, diesem Traditionsbruch ohne Wenn und Aber auszusetzen und da irgendwie wie soll man sagen, Interpretationen anzubieten, mit denen wir dann gewissermaßen dieses Unerklärbare in irgendeiner Weise vielleicht doch ein bisschen sozusagen anerklären können. Ja. Ja. Diese Radikalität im Denken sozusagen, Denken auch als existenzielle Grunderfahrung, was ich heute, das kann ich persönlich sagen, schwer vermisse, gerade im akademischen Klima. Auch deswegen vielleicht meine Faszination. Ich komme eher aus der Existenzphilosophie, habe mit Camus und Sartre angefangen und das sind für mich Leute, die auch irgendwo dafür einstehen und die haben vielleicht auch noch mal was irgendwie Faszinierenderes als jemand, der nur Forschungsanträge schreibt und versucht eben, ist auch legitim, aber weiß ich nicht, hat nicht so viel Faszination. Jetzt sind wir schon gerade, Stichwort Radikalität oder auch Schreiben, was ist. Ich denke jetzt gerade auch, ich halte noch mal Ihr aktuelles Buch in die Kamera. Ich bekomme keine Provision, ich mache das freiwillig. aber ein Kapitel hat mich darin sehr berührt, weil mein großer Held ist eigentlich der Sokrates, muss ich sagen. Und Sie haben der Sokrates kommt immer mal wieder vor in dem Buch, aber in einem Kapitel zentral mit der Aufschrift Die Zeugen. Und da schreiben Sie eben von Sokrates und Jesus, die als erste Figuren wahrscheinlich der abendländischen europäischen Geschichte, Geistesgeschichte, für diese Zeugenschaft als Zeugen eben auftreten im Öffentlichen und einiges in Kauf nehmen, eben auch ihr Leben dafür zu opfern bereit sind. Und unser Begriff des Märtyrers, das wusste ich auch nicht, der kommt daher eben von der sogenannten Zeugenschaft. Also Jesus und Sokrates haben sich beide als Martyrio bezeichnet. Martyria, das Zeugnis, die Zeugenschaft. Und da denke ich natürlich auch gleich an Arendt oder auch an Foucault mit seinem Rückgriff auf die griechische Antike, wenn er von Paresia spricht, der Mut zur Wahrheit oder eben zum Wahrsprechen. Wahrheit auch nicht verstanden als Glaubenslehre, als apodiktische Maxime, sondern eher als persönliche Erfahrung, also etwas, was ich für wahr halte, das auch irgendwo zu verkörpern sozusagen, ohne Rücksicht auf Konsequenzen. Und Arendt war eigentlich auch so eine Figur, auch in ihrem Eichmann-Buch. Dieses Buch hat ja für zahlreiche Kontroversen gesorgt. Immer noch ist man oft nicht einverstanden mit ihrer Eichmann-Charakteristik. Jetzt wollte ich Sie eigentlich mal fragen, wie sehen Sie das also mit dem Eichmann? Arendt hat in diesem Buch ja eigentlich einen ganz neuen Typus entworfen, also einen neuen Verbrechertypus, einen Menschen, der mit unserer traditionellen Vorstellung von Boshaftigkeit, von Verbrechertum, von Dämonie nicht mehr viel zu tun hat, sondern einen, der denkbar langweilig ist, der ein Biedermann, ein klassischer Schreibtischtäter, der aber zu immensen Verbrechen dennoch in der Lage war. Also Eichmann eigentlich, der auch ein Paradigma darstellt, was sich mit so einer Langweiligkeit und Gedankenlosigkeit, wie Arendt sagt, mit der berühmten Banalität, alles anrichten lässt. Wie würden Sie denn das vielleicht charakterisieren, auch angenommen, die Arendt wäre dem Eichmann auf den Leim gegangen. Angenommen, das wäre jetzt eine Fassade gewesen vor Gericht, er hat sich da was zurechtgelegt und wäre insgeheim doch ein überzeugter Antisemit gewesen. Würde es an dieser Charakteristik, an dem Typus was ändern oder nicht?
Ja, da sag ich gleich was dazu. Ich wollte kurz noch was zu Sokrates und Jesus sagen, also zu dem Begriff des Märtyrers, also des Zeugnisgebens oder Zeugnisablegens. Hannah Arendt spricht also, ich glaube, in Vita Activa auch durchaus von demselben Phänomen. Sie sieht auch die Wichtigkeit eben dieses, also auch in der Politik gewissermaßen, für, wie Sie gerade gesagt haben, für das auch einzustehen im Sinne eines Sprechakts oder Schreibakts, also jedenfalls ja, einer Veröffentlichung dessen, was man denkt. Ich glaube aber, sie, und das finde ich auch an Hannah Arendt völlig überzeugend, sie ist, Sokrates ist für sie auch ein Held. Also es gibt Texte, in der sie gerade die Apologie, die Apologie gegen die große Politeia, also ausspielt, also den Text der Apologie, in der ja der Philosoph nicht als König erscheint, sondern als Bremse, ja, als hässliches Insekt. Das zieht natürlich Hannah Arendt an. Damit kann sie sich auch viel besser identifizieren natürlich als mit dem König, also dem Basileus. Und das ist halt so, dass aber das bleibt trotzdem das, und das finde ich ja auch immer, das finde ich an ihr völlig überzeugend, dass sie bleibt zurückhaltend, jedenfalls das, was den Tod jetzt dieser Person betrifft. Sie haben gerade gesagt, die haben ihr Leben gegeben. Es ist nicht, sie ist da nicht so, dass sie darauf besonders jetzt rumreitet. Allein schon deshalb, weil natürlich Platon schon im Höhlengleichnis so darauf rumreitet, nicht wahr? Dass die vielen also den Philosophen, also in der Politik, ja, die vielen müssen den Philosophierenden, den politischen Philosophen gewissermaßen umbringen, weil die vielen gewissermaßen die Wahrheit nicht aushalten, die ihnen der Philosoph entgegenhält. Das will sie nicht, diese Dramatisierung. Das lehnt sie ab, wobei sie sehr wohl sieht, dass der Philosoph niemals tatsächlich gewissermaßen im Zentrum der Diskurse stehen kann. Also das ist dann ihre Figur des Parias, nicht wahr? Die sie aber natürlich viel besser mit Sokrates verbinden kann als mit dem, sagen wir mal, Aristokraten Platon. Ne? Ja. Also Sokrates, der als Beruf Bildhauer angibt und irgendwie da so irgendwie so seine Familie nicht versorgen kann. Das finde ich grundsätzlich anziehend an ihr, diese Reserve gegenüber dieser in der Geschichte der Philosophie natürlich sehr wichtigen Dramatisierung. Ne? Also Sokrates ist die Dramatisierung der Philosophie schlechthin. Wenn also die Philosophie hingerichtet werden muss, dann hat sie ja nun tatsächlich eine Bedeutung. Nicht wahr? Man richtet ja heutzutage tatsächlich weniger Philosophen hin, auch deshalb, weil sie wahrscheinlich irgendwie eher zur Unterhaltung taugen als zur wirklich Ehrlich. Zur Dissidenz. Ja. Aber gut, Eichmann, ich glaube, dass die Historiker, die Hannah Arendt da kritisiert haben und auch vielleicht andere wie Scholem oder so, die da vorsichtig gewesen sind in ihrer Interpretation dieser Figur Eichmann, dass die durchaus einen Punkt treffen. Ich denke, es ist wahrscheinlich unter historischen Gesichtspunkten nicht möglich, aus Eichmann einen lächerlichen Idioten zu machen. Also das, sie nennt ihn ja Hans Wurst und so. Also worauf sie bestehen will, dass sie das in diesem Menschen da gesehen hat, das halte ich wahrscheinlich auch nicht für zutreffend. Also ich denke schon, dass Eichmann, und das zeigen ja auch Interviews, die er vorgegeben hat, schon wusste, wer er war, dass er in der Bürokratie der Endlösung schon, also vor allen Dingen auch der Abwicklung des Judentums in Ungarn, also da hat er sich wahrscheinlich sehr, sehr stark engagiert, dass er da schon eine größere Rolle gespielt hat und auch eine dunklere Rolle als Hannah Arendt in ihm sehen wollte.
Nichtsdestotrotz halte ich dennoch ihre Interpretation der Banalität des Bösen für zutreffend, weil natürlich die Endlösung in ihrer ganzen, also die sogenannte Endlösung in ihrer ganzen Macht in ihrem ganzen Ausmaß nicht denkbar gewesen wäre ohne diesen Typus des, wie soll ich sagen, mittelmäßigen Karrieristen. Ja, also es gibt, das kann man aber auch im Löwe von Hannah Arendt relativ klar zeigen, dass sie diesen Typus schon vorher in Aufsätzen in den 50er Jahren konstruiert. Also den gibt es da schon. Und sie kommt mit diesem Typus gewissermaßen nach Jerusalem und sieht den Eichmann, der wahrscheinlich schon auch Theater spielt, also in gewisser Hinsicht, ja. Wenn auch nicht irgendwie als einfach als Schauspielertyp, aber doch eben halt als jemand, der das gewohnt ist, in irgendwie solchen Kontexten Schau zu spielen. Ja, das machen wir ja in gewisser Weise alle auch in solchen seltsamen Kontexten. Naja, auf jeden Fall kommt sie dahin mit diesem Typus im Gepäck und sie hat recht, das zu betonen, dass ohne diesen Typus des, ja, wie ich gerade gesagt habe, mittelmäßigen Karrieristen, der sagt, ja, die SS, ich bin jetzt 35, ich habe hier Frau und Kind und in der SS kann ich unglaublich viel Geld, also ja, ich jedenfalls mehr verdienen als woanders. Ich mache das jetzt. Und wenn es dann irgendwie halt darum geht, irgendwelche Konzentrationslager zu planen oder zu organisieren oder irgendwelche, irgendwie die ganze Logistik zu verbessern als Ingenieur, dann mache ich das eben, weil es eben so ist und es wird ja, also Geld verdienen, erfolgreich sein, das wird ja niemand irgendwie, wie soll man sagen, an sich kritisieren, sondern wir sind ja alle bereit zu sagen, ja, wenn es was bringt, dann bringt es eben was. Und in der Hinsicht halte ich eben also die These von der Banalität des Bösen nach wie vor für wichtig und auch zutreffend. Wenn eben halt auch eben gewissermaßen mit diesem historischen Abstrich, dann das ist wahrscheinlich auf Eichmann so nicht, also im historischen Kontext nicht bezogen werden kann. Also Sie haben recht, wenn Sie fragen, was würde das eben gewissermaßen das Buch verändern, wenn wir jetzt eben halt diesen Punkt an Hannah Arendt kritisieren. Und dann würde ich sagen, nein, also die Wichtigkeit dieses Textes, also dass Gedankenlosigkeit, übrigens natürlich ein Begriff, den Hannah Arendt höchstwahrscheinlich von Heidegger hat, dass die Gedankenlosigkeit unter Umständen viel böser sein kann als, ja, ihr Beispiel ist Iago aus dem Othello, der also sagt, ich hasse, weil ich hasse. Ja, also dass sozusagen die Gedankenlosigkeit in bestimmten Kontexten viel böser sein kann, das finde ich zutreffend, ja. Ja, also ich finde auch der Typus, den sie damit entwirft oder ihre Skizze, die ist nicht davon abhängig unbedingt, was der Eichmann in seiner tiefsten Seele wirklich gedacht hat oder ja, wovon er überzeugt war, sondern ich denke, Arendt will auch auf was anderes aufmerksam machen, sozusagen in diesem Buch, nämlich dass die sogenannte Gedankenlosigkeit, also sich nicht vorzustellen, was man da eigentlich tut, ja, also wahrscheinlich für unser politisches Zusammenleben das Verheerendste von allen ist. Ja, also ich meine, Arendt, und das ist eigentlich schon relativ früh angelegt in ihren Schriften, also ich habe ja die Urteilskraft sozusagen versucht, aus ihrem Gesamtwerk zu rekonstruieren, weil die letzte Schrift, das Urteilen, die konnte ja von ihr selbst nicht fertiggestellt werden. Und die Urteilskraft als ganz wichtiges politisches, geistiges Vermögen ist bei ihr schon sehr, sehr früh, kommt es zum Vorschein, also bereits in der Totalitarismusstudie, dass eben Menschen, die nicht selbst nachdenken und nicht selber urteilen über Dinge, eigentlich ja, also nicht nur zu großen Schandtaten oder gedankenlosen Taten fähig sind, sondern vor allem verführbar sind, also führbar und verführbar. Und ich denke, das ist eben
Ganz wichtig bei dieser Urteilskraft, es ist auch ein Schutzfilter irgendwie gegen diese Art von Verführbarkeit. Also was ich mich aber oft frage, wenn ich mir jetzt, wenn ich mich mit der Arendt beschäftige, und dann denke ich die natürlich ja nicht im luftleeren Raum, sondern mache automatisch irgendwie immer Verbindungen in meine eigene Zeit zur Gegenwart und stelle mir vor, was sind denn heute die Schwierigkeiten, mit welchen Phänomenen sind wir heute konfrontiert, wo sind Probleme. Und was ich immer mehr bemerke, vor allem in den Kreisen, in denen ich mich bewege, und da würde ich jetzt mal sagen, sind mehrheitlich dann doch schon eher emanzipative Gruppen oder Menschen, die durchaus irgendwie an Veränderungen interessiert sind, die ein emanzipatives Verständnis von Politik haben und gerade auch viel bei jungen Leuten, wird aber wenig auf so individuelle Vermögen irgendwie verwiesen oder drauf geachtet. Also da komme ich mir oft sehr altbacken vor, wenn ich mit meiner Urteilskraft oder mit der berühmten Initiativkraft um die Ecke komme, sondern es wird eigentlich immer eher auf die Struktur verwiesen. Also gerade jetzt im Bereich Feminismus, Rassismus oder Sexismus wird immer von strukturellen Rassismus und strukturellen Problemen. Wie würden Sie das denn sehen? Also wie würde denn die Arendt dazu stehen? Oder anders gefragt, Sie mal. Oder anders gefragt. Ja, anders was gefragt. Was sollte man dem Vorrang geben im Politischen? Natürlich können Menschen, handeln Menschen und urteilen Menschen nicht im luftleeren Raum. Man ist immer eingebettet in Strukturen. Und andererseits denke ich mir aber auch oft, naja, die Strukturen ändern sich ja nicht ohne menschliches Zutun und ohne dass wir vielleicht teilweise auch mutig sind, mal gegen den Strich gebürstet, was zu sagen oder zu handeln und dann durchaus auch auf unsere individuellen Eigenschaften Bezug nehmen und die stark machen und nicht immer nur alles auf die Struktur zu schieben. Also es ist irgendwie, ich bin da in einer Zwickmühle persönlich. Naja gut, ich meine, man wird das sicherlich, wie Sie gerade auch selbst gesagt haben, nicht vollkommen trennen können. Es gibt eine interessante Stelle. Ich meine, also Hannah Arendt hat ja, man weiß, eines der schönsten Bücher Hannah Arendts ist On Revolution, also das Revolutionsbuch, das sie interessanterweise ja dem Ehepaar Jaspers gewidmet hat, was auch etwas eigentümlich ist. Aber auf jeden Fall hat Anna Arendt ein spezifisches Interesse an dem politischen Modell der Revolution. Es ist nicht so, dass sie, also das Buch ist ja bekannt, also sie ist ein Kritiker der französischen Revolution. Sie würde, wenn, dann hat sie eben halt dann die durchaus Faszination für die amerikanische Revolution, für die Founding Fathers in diesem Kontext. Also da gibt es für sie schon auch also eine gewisse politische Rationalität zu holen. Sie zitiert ja dann auch später sehr häufig immer mal wieder irgendeinen Founding Father und das zieht sie an. Es gibt ein späteres Interview in den 60er Jahren über die Studentenunruhen und über diese eben halt sich da ankündigende Revolution. Und da sagt sie, es wird keine Revolution geben heutzutage, weil es nämlich keine Revolutionäre gibt. Und damit meint sie, es gibt eben tatsächlich, und benutzt auch dieses Bild, es gibt nicht diese Person, die sozusagen die auf der Straße sich anbahnende Revolution wirklich in ihre Hand nehmen. Mit anderen Worten, es gibt eben halt nicht, wenn ich das jetzt mal ganz ungeschützt sagen darf, es gibt nicht diese Dantons, es gibt nicht diese Lenins, ja, also es gibt diese Typen nicht, die eben tatsächlich sagen, so geht jetzt Revolution und das muss man jetzt machen. Das zeigt also zunächst einmal, dass sie schon auch bis ganz, ich meine, sie ist ja 75 gestorben, dass sie bis ganz zuletzt schon meinte, dass Politik sich durch
ja, ein spezifisches Handeln, ich will jetzt nicht so sagen spezifische Subjekte, aber durch ein spezifisches Handeln ins Werk setzt. Ich glaube, daran wird sie immer festgehalten haben, dass Strukturen Politik machen, also sozusagen Strukturen als Strukturen, dem wird sie sicherlich skeptisch gegenübergestanden haben. Sie haben vorhin das schon mal angesprochen, aber die Bürokratie oder die von ihr sogenannte Niemandsherrschaft, das heißt also, könnte man sagen, wenn also sozusagen die Herrschaft einer Struktur, das ist für sie das Allerschlimmste, was es überhaupt gibt. Also man hat teilweise den Eindruck, es ist noch schlimmer als Totalitarismus, weil immerhin im Totalitarismus gibt es, also jedenfalls in denen, mit denen sie sich beschäftigt hat, immer einen, nämlich zum Beispiel den Führer oder den Diktator, der gewissermaßen nicht in so einer Struktur aufgeht. Ja. Das heißt also, reine Herrschaft einer Struktur würde sie wahrscheinlich für etwas absolut Schreckliches halten. Ja. Wir würden wahrscheinlich doch heute sinnvollerweise von einer Dialektik zwischen Struktur und Individuum sprechen müssen. Struktureller Rassismus oder strukturelle Gewalt, wenn es das, sagen wir mal, wenn es das gibt, dann ist trotzdem natürlich die Öffentlichkeit oder die diskursive Öffentlichkeit einer Gesellschaft darauf angewiesen, dass es Einzelne gibt, die dann eben trotzdem darauf hinweisen und die dann gewissermaßen auch vielleicht auch ein gewisses Stehvermögen und auch eine gewisse Individualität mitbringen, um das gewissermaßen zur Sprache zu bringen. Und da gibt es natürlich, sagen wir mal so, da fehlt natürlich eine Hannah Arendt heutzutage. Also das, da sehe ich, also um das mal vorsichtig auszudrücken, ein solcher unabhängiger Geist, der übrigens auch mit dem, was Urteilskraft eigentlich heißt, ja, was damit ja auch zusammenhängt. Also Urteilskraft ist tatsächlich etwas, das man nicht mit irgendwelchen, wie soll man sagen, strukturellen Backups in Verbindung bringen kann. Ja. Auch nicht mit, wie soll man sagen, einem Kriterium wie dem öffentlichen Erfolg oder so. Ja. Stehen Sie also, wenn ich irgendwie sage, ich will ja irgendwie etwas sagen, was viele Menschen gut finden, dann hat das nichts mit wirklicher Urteilskraft zu tun, sondern dann ist das schon der Verrat an der Urteilskraft. Und das ist etwas, was Hannah Arendt ja wie keine zweite nun tatsächlich auch, das haben Sie ja schon gesagt, diese Worte haben Sie ja schon benutzt, verkörpert hat. Ja. Und das, wobei es natürlich künstlich ist, um das nochmal zu sagen, Strukturen von diesen einzelnen Stimmen so gewissermaßen zu trennen. Hannah Arendt zum Beispiel hat ja ganz spät, ich weiß nicht, ob das noch alle wissen, sie hat ja wahrscheinlich wissen das, oder weiß nicht, sie war ja eigentlich Anhängerin der Rätedemokratie. Ne? Also ja. Räte waren eigentlich die politischen Subjekte, die sie interessiert haben. Und Räte, das sind dann eben gewissermaßen Diskursgruppen, in denen Meinungen vorgetragen und verteidigt und widerlegt oder wie auch immer, wenn es geht, Meinung zu widerlegen, in denen das geschieht. Und da hat man eben die Dialektik von couragierter Urteilskraft und Meinungsäußerung, aber eben halt natürlich auch einer diskursiven Öffentlichkeit, die man gewissermaßen dann davon überzeugen muss. Ja, also vieles, was Arendt eigentlich postuliert hat, wenn man so sagen möchte, scheint sich ja heute teilweise sogar durchzusetzen. Also Dinge, die früher noch belächelt wurden, vielleicht vor 50, 60 Jahren, sind heute gar nicht irgendwie, werden nicht mehr wirklich belächelt. Also ich meine, das zur Politik der Pluralismus gehört. Das hat sich durchgesetzt, kann man nicht sagen. Es gibt immer noch genug, die vom Pluralismus nicht allzu viel halten, aber zumindest in unserem System wird das ja sehr hoch gehalten. Oder auch das, was Sie gerade angesprochen haben mit den Räten. Also es wird ja jetzt auch immer
stärker gefragt, sollte man vielleicht sowas wie Bürgerräte installieren, also Leute, die auch irgendwo Politik kommunaler Gestalten näher dran sind, um gerade diesen großen Politikverdrossenheit, Vertrauensverlust ins Politische abzufedern. Aber ich würde jetzt noch mal ganz gerne zurückkommen zur Urteilskraft, noch mal kurz oder zum Ende zu schon fast, was Sie angesprochen haben oder wie Sie das beschrieben haben. Das scheint mir, was mir da wichtig erscheint, ist auch eine Art von Unabhängigkeit. Unabhängigkeit natürlich in Anführungsstrichen. Also wir sind immer schon irgendwo auch eingebettet und haben wahrscheinlich unsere Meinungen, Ansichten, Einstellungen, die bringen wir automatisch irgendwo mit. Aber sich ein Stück weit auch von diesen vorgefassten Urteilen oder von dem ganzen Vorgepäck loszusagen, nicht nur zu gucken, was wird jetzt erwartet von meinem Umfeld, was ich sage. Also eine Art von Unparteilichkeit. Der Kant hat das ja immer alles auch mit sehr ideellen Ansprüchen verbunden, aber doch nicht zu Unrecht, also sowohl geistig wie auch im politischen Handeln. Jetzt kann man natürlich über die Urteilskraft viel erzählen. Da langt die Zeit jetzt nicht mehr ganz aus. Aber worin würde denn für Sie ein angemessenes Urteil liegen? Vielleicht ganz kurz vor dem Hintergrund, die Schwierigkeit beim Urteilen oder in unserer Urteilskraft besteht ja vor allem darin, wenn wir nicht automatisch schon Dinge, neue Phänomene unter etwas Allgemeines subsumieren wollen oder mit einem historischen Vergleich versehen wollen, müssen wir auch da eine Unabhängigkeit besitzen. Also erstmal das Phänomen von sämtlichen Vergleichen zu trennen und da wirklich unvoreingenommen drauf zu schauen. Jetzt ist aber unser Verstand so programmiert, dass er das gerne das unmittelbar konkret Gegebene irgendwo einordnen will, weil sonst wird es auch schwer, überhaupt eine Aussage darüber zu fällen, ein Urteil zu fällen. Wie geht man damit um, aus Ihrer Sicht, oder wie würden Sie damit umgehen, wenn Sie jetzt mit etwas ganz Neuem konfrontiert werden? Egal ob eine Handlung oder ein geschichtliches Ereignis. Sie Ja, als nun, ich reflektierter meine, Mensch. natürlich ist das, kommt das nicht sehr häufig vor, nicht wahr? Also würde man zunächst einmal sagen, also man könnte sich mal fragen, woran hat eigentlich Kant gedacht, wenn er irgendwie halt von dieser reflektierenden Urteilskraft spricht, also von der, die Sie da gerade gemeint haben. Also wenn ein Biologe im südamerikanischen Urwald irgendein Tier sieht, das er nicht subsumieren kann unter irgendeiner Art oder irgendeiner Spezies, dann muss er irgendwie anfangen, dieses Tier zu spezifizieren. Also das wäre vielleicht so ein Paradigma der Anwendung der reflektierenden Urteilskraft. Für Hannah Arendt ist das dann natürlich sowas wie zum Beispiel der Traditionsbruch, also die Shoah, als singuläres Ereignis. Das hat sie dann, das kann man dann eben sehen. Das haben wir vorhin Typus genannt, aber sowas wie den Typus des banal bösen Menschen. Das wäre dann sowas Neues, was eben vorher in dieser Form, ja, vielleicht kann man das sagen, also vor Hannah Arendt so gewissermaßen in diesem Diskurs über die Shoah nicht existiert hat. Ja? Also in der Tat würden wir ja heute selbst in irgendwelchen Einführungsveranstaltungen ins Böse, also wenn es sowas gibt, die Einführung ins Böse, nicht wahr? Dann würden wir natürlich irgendwie sagen, ja, es gibt das radikal Böse da bei Kant, aber dann gibt es eben halt auch noch was anderes und das ist eben halt das banal Böse. Da hat die Hannah dann tatsächlich wohl wirklich etwas gefunden und das ließe sich dann als Beispiel angeben für das, was Urteilskraft
Urteilskraft heißt. Ist natürlich eine sehr schwierige Kraft. Übrigens ist das auch natürlich ein sehr später Begriff, der wahrscheinlich so erst im 17. Jahrhundert überhaupt aufkommt. Also man weiß auch gar nicht, man könnte jetzt mal fragen, ja, wie hätten die Griechen das eigentlich genannt? Phronesis. Also, ich würde sagen Phronesis. Die Griechen hätten die Klugheit wahrscheinlich darunter. Ja, also sagen wir mal Phronesis. Dann ist es eben halt trotzdem sozusagen noch eine Kraft, also ein Vermögen, haben Sie auch gesagt. Hm. Dieses Vermögen, das jetzt einfach dem Menschen gewissermaßen, zuzuschreiben, wie das Kant vielleicht machen würde, das ist eben halt sehr schwierig, denn natürlich würden wir sagen, die meisten Menschen, da ist dieses Vermögen, ja, gelinde gesagt, sehr unterentwickelt, nicht wahr? Also im politischen Kontext müsste man sich fragen, wie erziehen wir Kinder, Jugendliche dazu, von ihrer Urteilskraft unerschrocken und frei, ja, also unabhängig. Freiheit ist für Hannah Arendt ein sehr wichtiger Begriff übrigens, also das muss man, in der Hinsicht ist sie ja unabhängig und frei, also wie erziehen wir Kinder dazu, Jugendliche unabhängig und frei ihre Urteilskraft anzuwenden? Und da werden wir vielleicht wieder bei dieser Frage, wie verknüpfen wir Strukturen, also das in Strukturen sein, nicht wahr? Also ja, das in der Gesellschaft sein. Gesellschaft ist ja mittlerweile, was weiß ich, ja, egal. Also auf jeden Fall, wie verbinden wir dieses in einer Struktur sein mit so etwas wie ja, einer radikal freien Fähigkeit zum Urteilen? Wie kann man den ich glaube, dass, also ich meine, ich mache ja diese Erfahrung als Dozent jedes Semester. Also wie kann man Studierenden, Studentinnen heutzutage irgendwie klar machen, dass es notwendig ist, fähig zu sein, völlig unabhängige Urteile zu fällen, wenn gleichzeitig klar ist, dass ein bestimmter Konformismus von bestimmten Strukturen einfach erwartet wird, ja? Das ist sehr schwierig, und ich habe auch tatsächlich an dem Punkt, wenn ich da ein pessimistisches Urteil fällen darf, ich habe sozusagen den Eindruck, dass wir da gerade im Bereich der Ausbildung oder Bildung wäre vielleicht sogar noch ein schöneres Wort als Ausbildung, dass wir den jungen Leuten da eher irgendwie immer mehr klar machen, dass es viel besser ist, sich in irgendwelche Strukturen zu integrieren, als tatsächlich die Fähigkeit auszubauen, Urteile, wirklich kräftige Urteile zu fällen. Also das glaube ich, das Szenario, das sowas man selbst irgendwie sagt, dass man kräftig urteilen soll. Da scheint mir tatsächlich etwas sich anzubahnen, was ziemlich problematisch werden könnte. Aber es ist auch nicht so einfach, wie das haben Sie gerade vorhin auch schon selbst gesagt. Es ist ja nicht so einfach. Wie kann man Urteilskraft einüben? Also wie kann man das entwickeln? Also diese Fähigkeit vor Phänomenen, die man als neu betrachten vielleicht kann, ein wirkliches Urteil zu fällen. Das ist gar nicht einfach. Ist nicht einfach. Also ich denke, was daraus ersichtlich wird, man kann auch manchmal die Prioritätsfrage vielleicht nicht stellen unbedingt. Also Autonomie ist ja als die Autonomie ist genauso entscheidend wie die Fähigkeit oder auch das Bewusstsein, innerhalb einer Gemeinschaft zu leben. Also ich lebe eben nicht alleine. Und schreibt die Arendt ja auch selber im Umkreis der Urteilskraft, man urteilt nicht
außerhalb der menschlichen Gemeinschaft, sondern inmitten so einer Gemeinschaft. Und ich denke, was vielleicht auch als, wenn wir jetzt schon zum Ende kommen, und was lässt sich denn mit der Arendt heute irgendwie anfangen, oder was können wir von ihr lernen, was können wir heute noch gut gebrauchen? Sowas wie auch wieder von Kant, also all die Begriffe kommen von Kant, aber Arendt hat sie, finde ich, ins Politische schön übertragen. Sowas wie erweitertes Denken, erweiterte Denkungsart, also auch mal versuchen, sich in die Lage eines anderen zu versetzen oder etwas vom Standpunkt eines anderen zu schauen. Sich nicht als Maß aller Dinge sozusagen zu betrachten, würde wahrscheinlich unserer eher zum Narzissmus neigenden Gesellschaft sehr, sehr gut tun. Also einmal eben auch irgendwie andere Blickpunkte, andere Blickwinkel mit ins eigene Denken und Urteilen zu integrieren. Und auf der anderen Seite vielleicht auch den Mut zu haben, man muss ja nicht von allen geliebt und gemocht werden. Und dann muss man sich halt auch die Frage stellen, das, was Sie gerade angesprochen haben, wie macht man das Studentinnen klar, Studenten und Studentinnen? Also meine Erfahrung ist, also ich selbst habe am meisten immer von den Leuten gelernt, die mir das vorgelebt haben. Also auch so diese exemplarische Gültigkeit, die Arendt im Urteilen ja auch behandelt. Jemand, der das vorlebt, der ist glaubwürdig. Und vielleicht muss man einfach selbst so das vorleben und dann machen ein paar andere auch mit. genau, und ja, jetzt würde ich Sie gerne noch fragen wollen, was bleibt denn bei Arendt? Also am Ende, ich kann mich da immer nicht entscheiden. Ich würde sagen, alles bedingungslos bleibt. Ist alles wichtig. Aber gibt es denn so ein paar Punkte, wo man sagen kann, Arendt ist jetzt nicht nur irgendwas fürs Bücherregal als historische Figur, sondern ist irgendwie zeitlos aktuell? Nein, also fürs Bücherregal ist also ich meine, viele schöne Dinge sind fürs Bücherregal, aber ich sage jetzt mal etwas, vielleicht, das klingt jetzt ein bisschen, wie soll man sagen, bisschen seltsam, aber zunächst, ich würde sagen, die Texte der Arendt, wie Sie sagen, sind extrem lesbare, auch großartig geschriebene Texte, die einen immer wieder, auch heute noch, und da ist nun Hannah Arendt, glaube ich, nicht, also das Hannah Arendt ist da jetzt nicht alt geworden, die den Leser herausfordern und die Leserin herausfordern. Und ich denke, dass ich zunächst einmal sagen würde, also wenn jemand was von Hannah Arendt will, dann sollte er die Bücher tatsächlich zur Hand nehmen und die Texte lesen. Alles andere wäre dann ja gewissermaßen einfach zunächst mal so eine Art von, ich glaube, das würde ihr auch nicht gefallen, so eine Art von Idolatrie, also Hannah Arendt eignet sich natürlich, sehen Sie das Foto, dass sie da, dass dieses Foto, was da hinter Ihnen hängt, das ist ja geradezu eine Ikone geworden. Ne? Also insofern eignet sich natürlich Hannah Arendt auch zu einer Popfigur gewissermaßen. Aber das ist etwas, was ihr aber überhaupt nicht gerecht wird. Also das, glaube ich, hätte sie immer abgelehnt. Also das heißt also doch, zunächst einmal irgendwie Hannah Arendt auf ihrem Feld ernst nehmen, auf dem sie gewissermaßen operiert hatten. Das sind die Texte. Darüber hinaus, und das kommt aber aus den Texten, das kommt nicht irgendwie einfach, weil Hannah Arendt irgendwie dieses schöne Gauss-Interview gegeben hat, wo dann alle irgendwie sagen, mein Gott, dieses, ja, aber wenn es dann irgendwie dabei bleibt, dann ist es natürlich auch irgendwie sinnlos. Nein, ich meine, natürlich aus den Texten kommt dann dieses nonkonforme Wesen, das sprechen kann, also das sehr, sehr gut sprechen kann, sehr gut schreiben kann
Und dass eben halt den Nonkonformismus auch eben in diesem Sprechen, in diesem Erzählen teilweise auch zum Ausdruck bringt. Und darin kann sie nicht nur irgendwelchen Leuten, die sagen, ich will was in der Politik machen, ja, also sozusagen irgendwie, sondern da kann sie auch den Theoretikern ein Vorbild sein, also denen, die eben halt über Politik und Philosophie oder politische Philosophie schreiben wollen. Da können diese sich auch, wie sagt man, eine Scheibe von abschneiden. Also unser einer. Und das ist dann ein bisschen mehr als, denn das wäre, denn da gibt es natürlich eben genau diese Gefahr, die wir vorhin hatten, ja, dass man Hannah Arendts Texte so gut auch in Zitaten auflösen kann und dann sagen, ja, das ist die Hannah, die war eben so eine mutige Jüdin, immer auf der richtigen Seite auch der Geschichte, ganz offensichtlich. Damit nimmt man ihr alle Ecken und Kanten, nicht wahr? Ja. Ich meine, das muss man ja auch sagen, das ist auch die Gefahr natürlich, nicht wahr? Dass man sagt, da Jüdin verfolgt und hat nie irgendwie was pro Stalin gesagt. Das ist natürlich schon mal irgendwie eine Voraussetzung, um heute wirklich anerkannt zu werden. Wenn nur dieses Eichmann-Buch nicht gewesen wäre. Ja, aber ja, nun, das Eichmann-Buch hat ja vor allen Dingen eben halt dann wiederum auch, das hat ja sozusagen in der jüdischen Community Diskussionen gegeben. Das ist eben halt die Gefahr bei Hannah Arendt, nicht wahr? Und die Gefahr der zu einfachen Bewunderung. Ja. Deswegen würde ich eben schon auch sagen, dann soll man die 1000 Seiten Totalitarismusbuch doch mal lesen. Ich sehe es genauso. Ja. Und bitte zweimal, wenn es geht. Würde ich sofort unterstreichen, würde ich aber auch bei anderen Pop-Ikonen empfehlen. Ja, das Plakat hängt nicht immer da. Das mag ja ein bisschen frech gewesen sein, aber ich habe den Eindruck, dass das eben bei Hannah Arendt, also jemand wie Popper, der eignet sich nicht so. Ich dazu, nicht wahr? Oder was weiß ich, oder Karl Schmidt oder Leo Strauss oder so. Daraus kann man nicht so. Kann man nicht so viel. Aber die hatten auch nicht so ein interessantes Leben, muss man sagen. Also hier zum Schluss noch dieses schöne Plakat im Hintergrund ist ja von einer Ausstellung, die in Berlin war, jetzt aktuell in München ist. Hannah Arendt und das 20. Jahrhundert. Die Arendt, wie ich immer so schön sage, die Arendt, hat einfach auch ein sehr interessantes Leben und eine interessante Biografie. Ist vielleicht auch für eine Philosophin was Besonderes. Also nicht nur Vita Contemplativa, sondern auch eine bewegende Vita Activa. Also von Herrn Travni und mir das Plädoyer, bitte Arendt lesen und nicht nur Zitate rausfischen und sich auf die Mütze schreiben. Und in dem Sinne, ich halte jetzt nochmal das Buch in die Kamera. Krise der Wahrheit, auch das bitte lesen. Schön auch in einzelne Kapitel aufgeteilt. Man muss es auch, was ich immer sehr schön finde, nicht von vorn bis hinten durchlesen, sondern man kann beliebig die Kapitel aufschlagen. Und hier mein eigenes Werk, sage ich jetzt nicht, sondern Buch, vom Hannah-Arendt-Institut herausgegeben. Auch da kann man beliebig auf- und zuschlagen, wenn es einem zu viel wird. Lieber Herr Travni, jetzt sind wir schon am Ende. Das Internet hat gehalten, obwohl ich hier im tiefsten Oberfranken sitze. Sie sitzen im Wuppertal. Und ich bedanke mich ganz herzlich für dieses lockere, flockige Gespräch. Die Zeit verging sehr schnell. Man könnte über Arendt natürlich viel mehr noch sagen. Wir haben uns jetzt einfach ein paar Dinge rausgepickt. Und ich bedanke mich sehr herzlich. Ich hoffe, wir sehen uns vielleicht auch mal live bei irgendeiner Gelegenheit, nicht nur online. Würde ich mich sehr freuen. Und ich wünsche Ihnen
noch einen schönen Nachmittag. Alles Gute nach Wuppertal. Mit Wuppertal verbinde ich immer die Schwebebahn, aber das hat jetzt mit unserem Gespräch nicht so viel zu tun. Nein. Ich alles Gute. Ja, nach Oberfranken. Gut, danke schön fürs Gespräch. Wiedersehen und tschüss. Tschüss.